Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und ich grüße euch herzlich zu so einem kleinen Manga-Erstendruck. Heute nochmal mit was Englischem und etwas eher, ja, nicht so krass spektakulär, wo ich auch gespannt bin, ob ich den vollen Titel überhaupt in die Videotitel reingeschrieben bekomme, da ich ein 100-Zeichen-Limit habe. Ich müsste vielleicht mal nachzählen, aber ja, es dreht sich heute alles um einen Isekai-Manga. Und zwar Hunting in Another World with My Elf Bride. Und der Titel ist halt selbsterklärend, wie ich finde. Und das liegt halt daran, dass es auf einer Light Novel basiert. Light Novels haben immer die Tendenz, die Story im Titel zu erklären. Wobei es ist eine Web Novel. Und ja, dementsprechend wird sich auch der Inhalt relativ kurz fassen. Denn ja, in Hunting in Another World with My Elf Wife dreht sich alles um den Japaner Shin Nakajima, der halt in unserer Welt ein Jäger war, also halt dieser Jäger-Association beigehörte nur, als er eines Tages ein Kind vor einem wild gewordenen Grizzly, was meine ich, beschützt hat, starb er. Das fand aber so eine Göttin nicht so ganz gerecht und hat ihn deswegen wiederbelebt in einer klassischen Fantasy-Welt. Und ja, nun ist er halt in dieser Fantasy-Welt gestrandet mit seiner Remington. Mit seinem Remington-Gewehr halt und... Oder nee, es war eine Remington-Schrotflinte, aber die halt wie ein Gewehr... Ist ja auch egal. Ich bin schon lange nicht mehr so dieser Waffen-Crack, wie ich es vielleicht als Teenager zu meinen COD-Zeiten war. Und ja, nun muss er sich halt mit seinem... Mit seiner Remington in dieser Fantasy-Welt zurechtfinden und trifft dabei auf eine wunderschöne Elfin namens Saran, die selber Jägerin ist. Und das Ding heißt With My Elf Bride. Elf Wife. Habe ich ganz Zeit Bright gesagt? Elf Wife auf jeden Fall. Ja, die Heirat dann auch sehr, sehr flott. Und dann geht es sich ein bisschen darum, dieser Welt, also halt den Elfen, die Shin Nakajima so herzlich empfangen haben, langfristig zu helfen. Und so brechen sie auf eine Reise. Und ja, nun zur Grundinformation. Hunting in Another World with My Elf Wife, wie eben schon erwähnt, basiert auf einer Webnovel, die in 3 Bänden abgeschlossen ist. Dementsprechend habe ich tatsächlich so ein wenig die Hoffnung, dass die Manga-Fassung auch die komplette Story adaptiert. 3 Bände ist nun eigentlich nicht viel. Zumindest laut meinen Recherchen 3 Bände. Derzeit hat das Ding, glaube ich, in Japan 5 Bände. Erscheint beim Seven Seas Verlag. Dort sind derzeit 3 raus. Meines Wissens nach. Und das stammt halt die Originalstory von Jupiter Studio. Das Artwork bei Karl Thoma und das Character Design bei Yunagi. Seven Seas Release, $14, was sehr, sehr teuer ist für einen sehr generic Isekai. Ohne Farbseiten, nur hier vorne der Schriftzug ist gestanzt, was aber wahrscheinlich nur der erste Band ist. Und halt noch übersetzt von Giuseppe Di Martino. Und nun zu meiner Rezension. Ja, ich habe es eigentlich im Vorfeld schon relativ gut erklärt. Es ist ein generischer Isekai-Manga. Und während wir natürlich gestern mit Colorless einen weiteren Manga hatten, der sehr generisch eigentlich war von der Story her, muss ich sagen, hat mir Hunting in Another World with My Elf Wife überraschend viel Spaß gemacht, weil das Trio so gesehen hinter, oder halt ne, die Macher sich bewusst sind, dass sie hier nicht das Genre neu erfinden und es dementsprechend auch nicht ganz so ernst nehmen, sondern man wirklich das Gefühl hat, hier wurde einfach nur versucht, eine ganz nette Story zu erzählen und mehr ist es halt auch nicht. Man merkt, der Autor oder ja auch der Autor ist halt ein übelster Waffencrack. Wirklich, in diesem Manga lernt ihr einiges über das Waffengesetz aus Japan und Amerika, was da teilweise die Unterschiede sind. Er lernt Informationen zu verschiedensten Munitionen, allem drum und dran, verschiedenste Waffen, warum das eine Schrotflinte ist, aber eigentlich wie ein Gewehr funktioniert, all dem drum und dran. Das heißt, der Typ hat halt einfach Bock, eine Story zu erzählen, wo er seine Liebe zu Waffen rüberbringen konnte. Und ich finde, das ist ihm halt auch relativ gut gelungen. Denn Shin Nakajima ist ein Self-Insert-Character, wie es eigentlich immer ist in diesen Isekai. Oh, er kriegt eine wunderschöne Braut, die größer ist als er. Traum. Und ja, halt dieses eine Interesse mit dem Jagen. Mehr ist es nicht. Und mehr wird es auch nicht. Also da verwette ich vieles drauf, dass dieser Manga natürlich das Isekai-Genre nicht revolutionieren wird.
Man merkt aber allerdings auch sehr, dass der Autor sich dem halt bewusst ist. Es gibt halt viele Aussagen und Comedy-Momente und auch extra Kapitel, wo man halt schon so merkt, ja, okay, das ist sehr self-aware. Also, dass der Autor halt weiß, was er da eigentlich schreibt. Und die Story als solche ist ja okay, man hat ein grobes Ziel und zwar, man will so ein bisschen halt auch rausfinden, warum werden Elfen gejagt in dieser Welt, wer steckt dahinter. Und ja, ansonsten ein bisschen Lovely-Dovely Romance mit der schönen Elfenfrau. Auch sehr, sehr schnelle Romanze, was mir zumaßen in dem Fall sehr gut gefallen hat. Und ja, mehr ist es nicht. Es gibt hier keinen großen Demon Lord, was zumaßen auch angedeutet, hat auch zur Andeutung existiert. Es ist einfach nur ein Manga, der dem Leser Freude bereiten will. Und sich gleichzeitig halt einfach nicht zu ernst nimmt. Und zumaßen, das Besonderste ist, finde ich tatsächlich, das Artwork. Also klar, es ist kein krass revolutionäres Artwork, aber ich habe für Isekai-Adaption eines Manga schon deutlich Schlimmeres gesehen. Es ist teilweise sogar überraschend brutal. Zumaßen halt, ne? Klar, bei der Jagd. Und halt die Waffen, die sind halt besonders, ja, mit Liebe zum Detail dargestellt. Mit dem Lauf und allem drum und dran. Dass man halt schon merkt, okay, auch der Zeichner hatte hier richtig Spaß dran. Und das ist, finde ich, letzten Endes so ein bisschen das Wichtigste für einen Manga, dieser Art zumindest. Ich bin zwar jemand, der von der Jagd als solches in der heutigen Zeit auch nicht unbedingt so viel hält. Ich werde jetzt aber auch keinen Diskurs darüber anfangen. Aber mein Fazit zu Hunting in Another World with My Elf Wife. Es ist genau das, was der Titel verspricht. Und der Autor, Zeichner und auch wahrscheinlich Character Designer ist sich dem halt bewusst. Es ist sehr self-aware, aber es macht Laune. Man merkt, der Autor hat Bock, diese Geschichte zu erzählen. Und bildet sich nicht irgendwie ein, dass er hier ist, das neueste Isekai-Genre, das Genre halt revolutioniert. Und gerade deswegen mochte ich dieses Manga. Und ich bin halt eh jemand, der von Zeit zu Zeit einen klassischen Isekai einfach gerne liest. Während die meisten ihn wahrscheinlich für so bei der Wertung eine 5 bis 6 geben würden, sag ich, es ist eine 7 von 10. Für mich persönlich, ich hatte Spaß. Ich würde ihm Fans von Isekai-Genre auf jeden Fall teilweise empfehlen. Er ist halt leider mit $14 sehr teuer. Ich habe den erstmal glücklicherweise gebraucht gekauft. Weil sonst hätte ich diesem Manga auch niemals eine Chance gegeben. Ich werde ihn weitersammeln. Aber ob das einem die englischen Manga-Preise wert sind, gerade bei der Ausstattung, bezweifle ich. Wahrscheinlich die meisten, weil da haben wir im deutschen Raum dann auch genug generisches Isekai. Und im englischen Raum gibt es auch einfach bessere Isekai-Titel. Es ist halt ein Manga, der da ist, der weiß, was es will, nicht allzu lang gehen wird. Und von daher, mir genügt es, aber den meisten wahrscheinlich nicht. Wünsche mal. Und ja. So viel dazu. Habt ihr Hunting in Another World with My Elf Wife gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Gerne in die Kommentare oder werdet ihr ihn euch noch holen? Und ja, danke fürs Zusehen und ciao.